guck gerade ganz tief in deine Augen. Ich guck zur Seite. Ich gucke mit Optifine auf dein Auge und es ist so groß wie die Sonne in Minecraft, nur dumm. So, jetzt gucke ich auch bei dir. Wow. Gucken wir zu dir. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt und zwar Not All the Mods. Wir wollten ursprünglich All the Mods spielen, aber jetzt haben wir uns unser eigenes Modpack gemacht. Deswegen heißt dieses Projekt Not All the Mods. Ja, das ist Modded Minecraft. Wie man an diesen wunderschönen Pflanzen hier sieht, diesem wunderschönen Zitronenbaum hier zum Beispiel, nein, wie man an diesen Blumen hier sieht, ist zum Beispiel Botania mit drin. Naja. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Wenn ja, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen, das wäre sehr nett. Jedenfalls, lasst mal einfach, wollen wir anfangen? Ja. Gut, ich würde vorschlagen, wir besorgen uns Holz. Oh, ich würde vorschlagen, außerdem, wir beginnen den Tag am Tag. So, wir brauchen Holz. Oh, verdammt, jetzt habe ich Fallschaden kassiert. Das wäre unnötig, war unnötig. Hallo und ja, willkommen zu diesem Let's Play von meiner Seite auch mal. Die nächsten paar Folgen sind vorproduziert und da ich in den Folgen nicht besonders viel gesprochen habe, werde ich auch etwas darüber sprechen. Ja, viel Spaß. Kohle. Oh, jetzt bin ich ganz weit weg von euch. Naja, ich hole mal den Baum. Ihr läuft alle in eine andere Richtung. Oh. Ja, also wir haben hier jedenfalls einige Mods in unserem Projekt drin, unter anderem Botania, wie hieß nochmal die Mod für das ME-System, die haben wir auch drin. Applied Mechanics. Applied Energistics, glaube ich. Ja. Haben wir noch ein paar, und wir haben noch ein paar andere Mods drin. Ihr werdet ja bestimmt im Laufe des Projekts sehen, welche Mods wir drin haben. Unter anderem haben wir auch eine Mod drin, die heißt Hexerei. Die Mod kenne ich noch gar nicht, da bin ich mal gespannt, was das für eine Mod wird. Ah, toll, wir haben Lachs. Lachs. Ja. Aber ohne CH, mit G. Oh. Ich spür keine. Ich bin manchmal ohne Scoreboard zu spielen mittlerweile. In der Tablet hast du ein Scoreboard, wie oft jemand gestorben ist. Ja. Zum Glück ist noch niemand gestorben. Soll ich ein paar, hui, sind Pumpkins. Soll ich ein paar 4 GB holen? Ich weiß nicht wie bald, aber er könnte dann ja, Server kann man ja verschieben. Ja. Aber der bessere, den er hatte, ist halt kaputt gegangen. Deswegen haben wir den weniger guten Raspberry Pi für unser Ding bekommen. Bei mir leckt es immer erst, wenn ich Mobs angreife. Hier sind sehr viele Schafe. Nice. Ja, bei mir sind sehr viele Kühe irgendwie. Guy of Beginning, okay. Und man kann einfach. Ich wollte mir eigentlich keinen Sternenbeschwörer craften, sondern gerne ein Steinschwert. Danke. Steinspitzhacke, danke schön. Steinspitzhacke. Technischer Fortschritt, nice. So, und eine Steinaxt. Steinaxt. Und als letztes einen Ofen. Irgendwie leckt es gerade krass, ne? Ja. Müssen wir demnächst mal bei Boxen Bescheid sagen. Wir sollten vielleicht keine allzu gefährlichen Gegner fighten. Bei einigen Servern ist das so, wenn Dings die Welt neu generiert wird, beziehungsweise wenn viele Spieler sich in unterschiedliche Richtungen bewegen in einer neuen Welt, passiert das manchmal. Ich töte die Pferde für Leder, um mir einen Backpack zu craften. Aber ich bin gerade da. Waste of Tode halt. Oh Mann. Ganz komisch, die Viecher töten. So. Dammit. Was ist mit diesem. Der Hit-Cooldown-Bug lägt irgendwie rum.
doch immer in der Nähe Kohle. Habt ihr Essen und so ein Zeug? Oh, du meinst schon? Nö, ich hab mal Iron Golem gekillt. Oh. aber nicht die Dorfbewohner killen, ne? Nee. Gut. So komisch bin ich nicht. Und ich heiße ja nicht Dennis, ne? Ja gut, der hat die halt ausgelutscht. Er war Vampir. Kurze Aufklärung für den Joke. Es gab nach Minecraft Little ein kleines Mod-Projekt und das hieß Minecraft Playa. Ich habe es nicht aufgenommen, aber Bananacraft hat es aufgenommen und das könnt ihr auf seinem Kanal finden. Und dort gab es halt eine Mod, bei der man Vampirjäger oder Vampir sein konnte. Ich war Vampir und ich habe einige Dorfbewohner leergesaugt. Ja, das ist der Joke. Und dann waren die halt tot oder so. Zombie, ja, so eine Art Zombie-Dorfbewohner, aber das waren keine Zombie-Dorfbewohner. Und die haben nichts gebracht und haben den Spieler angegriffen. Ja. So, ich hole mir noch ein bisschen mehr Kohle. Die ganzen Pflanzen, ich finde die sehr nice. Wenn man das Modpack nicht, wenn die Mod nicht kennen würde, würde man denken, ja, das sind halt komische Blumen. Aber wenn man die Mod kennt, dann weiß man, das sind Magen. Autsch. Muss ich mehr aufpassen. Ich spiele zu selten zu weit. Ich bin immer nur da. Ich stehe immer nur im Kreativmodus auf meiner Plugin-Testwelt rum und teste Plugins, die ich code. Und da kommt das tatsächliche Spielen ein wenig zu kurz. Guck gerade, ob man irgendwie. Hat man in diesem Travelers Backpack auch einen Ofen, den man dann mit sich rumtragen kann, während er Sachen brät? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Das wäre jedenfalls sehr nice. Das können wir dann ja ausprobieren, wenn wir den Travelers Backpack haben. Oh Gott, wie lange das dauert, das Zeug zu braten. Ich mache in der Zeit irgendwas anderes. Warte mal, was haben wir denn da drüben? Zuckerrohr nehme ich mal mit. Oha, wie tief ist das? Ist eine Unterwasserschlucht. Ich will aber nicht ertrinken. Aber Alter, geht das hier tief runter. Also ich brate mir noch ein bisschen Essen und so und dann komme ich zu eurem zum Dorf. Das Dorf, das wird eine sehr nice Sache. Oh, tiefes Loch. Da will ich nicht reinfallen. Ich will nicht den ersten Tod haben. Die Lecks haben heute stärker. Hab eh schon Essen. Okay. Ja, ich wollte mir halt für mich Essen besorgen. Hier sind irgendwie sind Tintenfische im Wasser, aber ich würde sagen keine normalen Fische, aber hier sind Lachse, okay. Ui, Smaragde. Nice, also von Dorfbewohnern? Hier in die Kisten, ja. Na, keine Sorge, Hühnchen, hier drin werden keine Hühnchen gebraten, nur Schweinchen. Ja, leider. Oh, Hühnchen sind doch so süß und flauschig. Oh, guck dir diese süßen schwarzen Knopfaugen an, dieser Schnabel. Oh, und diese flauschigen Federn. Die sind wirklich flauschig. Hier ist ein Lavasee. Nice. Können wir gebrauchen, wenn wir in Nether gehen wollen. Im Dorf. Oh, ein Lavasee im Dorf ist vielleicht nicht so gut. Wir sollten die Lava vielleicht zumachen. Weil sonst haben wir gegrillte Dorfbewohner. Es gibt Schlafsäcke. Ja, oh, nice. Die brauchst du für den Ding, für den Backpack. Ja. Hm. Hab ich gerade bemerkt. Hey, warum dauert der Ofen bei mir so lange? Lecker. Ja, ich glaube auch. Ich habe Tick-Profiling halt gemacht, dass er die Tick misst, aber ich glaube, dieses sieht man nur in der Konsole. Oh. Ja, das bringt dann natürlich sehr viel. Wenn wir die Konsole nicht zugreifen können.
9,33 Ticks pro Sekunde. 9,33 Ticks pro Sekunde, das ist weniger als die Hälfte von den normalen Tick-Anzahlen. Oh, ich werde jetzt schon zurückgebackt. Wie schön. Das bedeutet, der Ofen braucht mehr als doppelt so lange wie normal. Das merkt man auch. Also, doch gesagt, manchmal wird es aus Versehen passieren, dass ich irgendwie irgendwas mit F3 drücke. Okay, ich habe jetzt mein Fleisch soweit fertig gebraten und komme zum Dorf. Minus 705, okay. So diese Lachse hier, die sehen lecker aus. Ich finde es halt cool, dass man Seite 1.13 nicht zwingend eine Angel braucht, um Fisch zu bekommen. Man kann einfach tauchen und Fische jagen. Das finde ich nice. Ja. Ja, die restlichen Fische lasse ich mal leben. Wir wollen die auch nicht ausrotten. Ja, natürlich. Ich wollte nur ein wenig leckeren Lachs besorgen. So, meine Decke über der Schulter zurechtrücken. Das werden halt so lange Rohdateien, die ich dann alles zusammenschneiden muss, oh Mann. Welcome back. Welcome. Ich wollte schon seit längerer Zeit mal wieder ein Modpack spielen, wo Botania drin ist. Ich weiß noch nicht, was ich mit Animal Fat machen kann, aber ich nehme es einfach mal mit. Oh, warte, war das denn ein R? Oder U? Ja, U. Mit Animal Fat kann ich mal... Book of Shadows. Ah, das ist von Hexerei. Das erste Item. Ich nehme überall wildes Zuckerrohr mit und lasse immer das untere stehen, damit es nachwachsen kann. Ich habe schon 19 Zuckerrohr eingesammelt, das können wir dann bei uns anbauen. Glaube ich, hier im Dorf ist ein Meteorit. Ja, das ist für das ME-System. Ah. Bist du da gerade? Ja, ich versuche mir Eisensachen zu holen, um das abzubauen. Ja, ich hole noch ein bisschen Fleisch. So, da ist dieser Block drin, ne? Und da sind auch manchmal Truhen mit so Formen für die Teile. Das ME-System wird auf jeden Fall geil. Aber das ME-System braucht viel Energie. Ich finde, also das Dings, wie nennt man das, das Botania-Dorf, das wird auch richtig geil. Er hat es geleakt. Das geleakt. Bau nicht den mittleren Block ab. Kann man den Block damit abbauen? Weiß ich nicht. Bau erstmal diese Steine ab. Der geht sehr schnell ab. Mach das lieber nicht. Die Steine hier? Ja, diese grauen. Ich dachte, das hier. Lass die mal, die sind wichtig. Hey, es wird bald dunkel, aber ich bin recht geübt da drin, mich mit Steinen gegen Mobs zu verteidigen. Ich weiß noch nicht genau, was für gemoddete Mobs wir hier haben werden. Das habe ich selber nicht nachgeschaut. Das könnte suboptimal sein, wenn da irgendwann ein Bandelion des Slayer oder irgendwie so jemand spawnt. Bei Minecraft Player war ja durch irgendeine Mod war halt da so irgendwie so übel OP Mobs mit krassen Namen. Der Block braucht immer länger, um zu droppen. Oh. Hier, das brauchen wir, ne? Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Also ich würde es erstmal lassen. Brauchen wir im Meteoriten diesen Computerblock? Meteoriten sind so Gussformen, um dann später die Silikonteile einzuschmelzen und dann daraus Chips zu machen. Ja,
Aber die Mod nicht, um zu sehen, womit man das abbauen kann. Ne? Ich habe es gedownloadet, aber noch nicht reingetan. Ja, man braucht irgendwas aus Eisenhall. Das sieht man bei F3. Ernst, Alter. Suche nochmal. Ich habe Angst. Aber wo sieht man das? Hä? Ja, wenn du F3 drückst auf der rechten Seite. Irgendeine Pickaxe. Need Iron Tool. Mineable. Bei mir steht Hashtag Minecraft-Doppelpunkt Mineable-Pickaxe. Ja, und da drüber steht Needs Iron Tool. Bei mir steht das nicht. Ja, beim anderen. Halt, bei diesem hier. Die hier? Nein, nein, bei diesem grauen. Ach, die. Hier brauchst du eine Pickaxe. Das geht sehr schnell weg. Sollen wir das abbauen? Soll ich? Keine Ahnung. Ich habe Angst. Ach, Meteorien spawnen dauernd. Okay, Wir haben's. das war richtig. Okay. Skelette, Skelette. Monster Hunter. Kannst du mir diese Teile droppen? Ich habe diesen Inscriber Ja. Calculation Press und Mann, so. ey, was? Mein Internet war einfach aus, deswegen habe ich euch nicht gehört. Ey, das ist so Danke. nervig. Also, ist in diesem Meteoriten irgendwie Alien-Technologie drin oder was? Das haben wir jetzt gerade abgebaut, das So. brauchen wir für das So MME-Kim. pressen. Ja, das Ah, kannst du nice. jetzt lassen. Das muss nicht mehr. Kannst du mir alle geben, bitte? Ja. Nicht Aber sterben, okay? erstmal mitten in der Nacht mein WLAN wieder neu eingeben zu müssen, ne? Während hier Mobs rumlaufen. Das ist. Ich hasse es. Was ist mit diesen Kristallen? Brauchen wir die für Ja, ja, irgendwas? die, lass die mal. Da, das Die braucht man müssen auch. wachsen, ne? Ja. Oha, was sind das Boah. hier für Blöcke? Früher, ja, das ist irgendwas von Warte, Crate. wer die. Warte, ich will nicht abonnieren. Ah, Veridium. Wollte es mal mit F3-Sicht angucken. Ja. Ihr könnt euch einen Waypoint hier beim Dings setzen, beim Stone. Wir könnten schnell reisen, wenn wir noch ein anderes Dorf finden. Lass mal schnell Aber und dann lass ein neues suchen. warum? Zweiten Waystone, womit wir fast traveln können. Ja, und? Ja, das wird wichtig. Man kann Raystones auch craften. Sweet Dreams. Also, ich weiß schon, dass man Raystones auch craften kann, ne? Ja, aber es ist Ja. sehr schwierig. Also jetzt nicht so schwierig, aber dauert ein bisschen. Ist schon. Ah, da ist das Dorf. Brauche ich gar keine Koordinaten. No, Dorfbeschützer Man ist am Start. Dorfbeschützer Man. Hier ist ein Dorfbewohner auf mich drauf und Oh, bewegt die ganze Zeit nach vorne. ja, da möchte vielleicht. Ja.